Jo, hallo Bomber Samsung, hier ist John Merriton. Ich schaue mir das Match an, das du mir geschickt hast, und zwar auf Wrestle Metal. Südliche Doppelwehrmacht gegen nördlichen Doppelarmee. Ich werde die 5 Sekunden Pause in 5 Sekunden aufheben. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Gut. Doppelwehrmacht baut beide die Wehrmachtsbaracken an korrekter Position. Der Gegner baut Baracken und der eine baut gar nichts. Okay, das ist wohl AT. Schließe ich mal an euren Namen. Auch wenn ihr chattet, habt ihr vielleicht kein TS. Absolut empfehlenswert, TSM2 vs 2AT. Okay, die bauen beide Baracken. Das ist höchst ungewöhnlich und ich finde es auch nicht stark. Man muss schon mit beiden bauen. Der rechte Wehrmachtler, wenn er das Haus wirklich haben will, dann muss er den ersten Payo hinschicken. Ansonsten schickt man halt den zweiten Payo rauf, wenn man in Kauf nimmt, dass der Gegner dieses Haus zuerst kriegt. Dein Mate braucht Cap-Ordern für die zweiten Payos, die bauen. Braucht Cap-Ordern. Ja, wichtig. Genau. Du hast mir auch Cap-Ordern, bitte. Irgendwo müsst ihr die Sektoren zwischen euren Basen einnehmen. Das ist eine wichtige 10er Munition. Gegner hat jetzt das Haus. Viele hängen an dem Haus und wollen da unbedingt rein. Ich sehe einfach nicht ein, warum ich da jedes Mal rein muss. Mit gutem Spiele, mit Game und mit der richtigen Einheitenkombination kriege ich die auch locker wieder raus. Also ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man das Haus am Anfang nicht kriegt. Wenn man dann Artillerie-Mörser hat und auch schon im Early mit Sniper und gutem Grad zusammenspielt, ist überhaupt kein Ding, das Haus wieder zu kriegen. Du willst, der Matt will jetzt hier, was will der? Den Kontrollpunkt einnehmen, er will Wire legen, damit das HMG nicht durchkommt, von dem er vermutet, dass es kommt, aber das schaffst nicht. Dasselbe südlich zu machen geht noch, da ist der Weg nicht so weit, den man zuwiren muss. Oben ist der Weg ewig weit, den man zuwiren muss und hat eigentlich keine Chance. Das ist hier zu weit. Man muss auch noch das Loch in der oberen Mauer zumachen und das schafft man nicht. Da ist schon längst der Gegner da. Deshalb würde ich das hier auch nicht machen, wenn man von unten ins Haus nicht reinkommt, sondern stattdessen einfach cappen mit den Pios. Folgt das erste von dir ja genau richtig, nichts anderes gegen Amis, auch nicht gegen Doppel-Amis. Du brauchst Cap-Ordern bei deinen zweiten Pios. 10er Munitionen, 5er Munition, 5er Sprit für die anderen Pios. Genau, hopp, geh cappen. Schön, dass du Folgt das erste gebraucht hast. Kannst du ruhig offensiv vorgehen, musst dich nicht hier ins Mauereck reinstellen, da der Gegner sowieso auch grüne Deckung hat. Wenn du hier drin stehst, ist das nicht unbedingt ein Vorteil. Geh lieber offensiv vor gegen Norden und schieß die Pios über den Haufen. Gut, dein Mate wird jetzt endgültig von Rifles abgeknallt. Jetzt hat er sein Pyro Squad verloren, konnte nicht zuwiren. Nicht optimal. Zweites Pyro Squad in der Mitte, siehst du aber noch nicht. Ihr müsst mal die Sektoren zwischen euren Basen einnehmen. Dafür wäre ein Pyro zuständig gewesen. So weit muss die Absprache schon funktionieren, dass zumindest diese Sektoren gekappt werden. Du weißt, der Gegner ist in der Mitte. Volks sein HMG von links dazu und nochmal Volks bauen. Ich weiß nicht, es gibt natürlich viele Starts. Im 2 vs 2 kann man so viele Sachen bringen. Sniper. Ein Sniper als zweites geht auch, muss aber gut gespielt werden und am besten nur auf der rechten Position, wenn man rechtslastig spielt. Ich bin mit Sniper als zweiter Einheit auch schon mal ordentlich aufs Maul gefallen auf der Map. Jetzt gehören euch die ganzen Depots zwischen euren Basen nicht. Das sind plus 15 Munition, plus 5 Sprit, die hätte einer locker einnehmen können. Anstattdessen läufst du hier mit viel zu vielen Einheiten rum, die überhaupt nichts zum Cappen haben. Los, den zweiten Pyro ab nach unten und cap die ganze Richtung nach unten durch. Und ihr müsst euch mal um den 10er Sprit Gedanken machen. Hol dir einen. Schau mal dein Spriteinkommen ein. So unter aller Kanone. Boah, Sniper als drittes. Ja, man kann schon spielen, aber man muss halt aufpassen. Einem fehlt dann das Volkssquad, falls das HMG flankiert werden kann. Falls das HMG mal flankiert werden kann, reichen die Volks vielleicht nicht, um den Gegner aufzuhalten. Dann hat man echt ein Problem. Also das ist eine fortgeschrittene Spielweise. Das spielen mir bitte die Anfänger nicht, sowas. Der Gegner riskiert Full Unikill hier bei seinem Squad rechts. Ja, Full Unikill kriegt dieser Noob, aber mit seinen Volks, mit der Mate sich wahrscheinlich trotzdem verziehen. Ja, jetzt muss er weg. Mate muss Volks rausbringen. Du bist oben von Rifle flankiert. Ja, das Problem, wenn du in diesem Mauereck drin bist, der Gegner hat auch immer grüne Deckung. Es wäre Flamer mal eine Idee, aber wenn du die 10er Munition zwischen euren Base nicht hast, dann hast du jetzt auch keinen Flamer. Schönes Set Sniper ein. Genau, HMG nach rechts aufbauen, so ist richtig. Bau dir noch mehr grüne Deckung hier und wire die feine Deckung zu. Ja, mit den Pyros, die den 5er Munition eingenommen haben, gleich weiter cappen. Der Matt hat zwei HMGs gebracht und ein Volkssquad oder so, oder ja. Ja, finde ich leichter zu spielen als deine Variante, aber deine Variante hat ein höheres Schadenspotenzial. Müsst ihr euch immer denken, wenn ihr im Early Sniper dazu mischt, bedeutet das extrem hohen Mikroaufwand und hohes Risiko. Dafür auch hohes Schadenspotenzial. Sniper immer bei der Main-Infanterie halten und er sollte immer von HMG gedeckt werden. Und es ist sehr vorteilhaft, wenn ihr schnell auf T2 geht, damit ihr für die Faust habt, um den Jeep abzufertigen, falls der daherkommt. Geht natürlich nicht, wenn man so wenig Sprit kriegt wie ihr. Also, spielt im Early zusammen, was soll denn dieses Tier? Ihr habt euch beide aufgeteilt und kriegt weder den rechten noch den linken 10er Sprit. Holt sich beides der Feind. So geht's nicht, ihr müsst zusammenarbeiten.
Amis sind im Early und zumindest im frühen Midgame stärker als wir macht. Ja, verdammte Scheiße, denn wieso baust du denn HMG dauernd um? Entscheid dich mal, wenn die Rifles hier konsequent angreifen, dann gehst du drauf, anderes HMG sofort hinter diesen Felsblocken da aufbauen. Sofort. Vielleicht klappt's noch. Kannst aber auch retreaten. Ja, ja, es wird wohl funktionieren hier. Aber Vorsicht mit dem Sniper. Jawohl, Gegner ist suppressed. Beide suppressed, wunderbar, schön, da geht's gar nicht. Schießen mit dem Sniper über den Haufen. Sniper, Sniper muss schießen. Wozu hast du ihn? Jawohl, wunderbar, einer tot. Ja, aber ihr müsst zusammenkämpfen. Schau mal her, ihr kriegt keinen Zehnersprit. Der Gegner bringt frühen Sherman und tritt euch voll in den Arsch. So geht's nicht, ihr müsst zusammenspielen. Jetzt geh rüber zu deinem Mate. Sichere mit einem HMG, dass du in dieses Haus bei dem mittleren Kontrollpunkt reinsteckst, ohne dass du nach Norden hin aufbaust, die linke Flanke, und dann greifst du mit deinem Mate links an. Ja, schau her, deine HMGs werden alle flankiert, du bist allein viel zu schwach. Flamer Pilots müssen endlich her. Ja, genau, ist schon ausgerüstet. Verdammt nochmal, auch Zeit geworden. Schieß die anderen Rifles über den Haufen mit Sniper, genau. Und bete, dass der keinen Cheat bringt. Im Moment kann sowas echt gefährlich sein. Schön, dass dein HMG nicht verloren hast, das mit dem einen Mann. Und jetzt greifst du mir endlich mal an. Holst den Zehnersprit. Der Mate hat jetzt zumindest geschafft. Geh rüber und hilf ihm. Der Gegner wird ihn doppeln. Ihr müsst zusammenspielen. Das geht nicht allein. Ja, bau den Bunker gleich mit zwei Einheiten. Du musst deinem Mate helfen. Der wird jetzt angegriffen. Das ist echt übel. Wenn der gelbe Gegner, also wer ist das Dildo, wenn der noch Flamer Pyros und Rifles dazu schickt, dann kommt der Mate wieder allein nicht klar, weil die ihn rechts, von rechts flankieren durch dieses Wire durch, das der Mate nicht ganz legen konnte. Da flankieren die oben und unten, unterhalb, oben und unterhalb von diesem Flugzeugwrack, dann hast du schon echt ein Problem, wenn er nicht suppressed wird drüben. Hilft dein Mate? Ja, jetzt rückst du links vor, aber ich bin eher dafür, dass ihr zusammenarbeitet. Schaut, ihr habt in der Mitte ist vollkommen offen, da ist überhaupt kein Bindeglied zwischen euren Truppen. Ihr könnt euch gegenseitig nicht unterstützen, weil ihr viel zu nah, viel zu weit voneinander weg seid. HMG schnell aufbauen gegen diese Rifles hier. HMG aufbauen. Sniper ein bisschen weiter zurück. Ja, genau, Sniper zurück, passt schon, ins Haus rein ist okay, wo ist das zweite HMG? Gut, Gegner flieht schon wieder, müsste eigentlich nicht fliehen. Die müssten jetzt sich jetzt mal koordinieren und einen von euch beiden angreifen, das wäre echt ein fettes Problem, wenn die das HMG aus dem Haus rauskriegen, dann fällt deine restliche Position auch. Schön, du legst Minen, genau, das machst du mir. Und jetzt brauchst du den 10er-Sprit, geh gegen den 10er-Sprit vor. Der Mate kriegt den jetzt schon, aber trotzdem braucht viel Sprit, ihr hattet jetzt ewig lang nichts. Jetzt kriegst du endlich T2. Ja, man muss schauen, wenn man Sniper einsetzt, schnell auf T2, kann nicht schaden gegen Jeep. Vor allem, da der Gegner hier doppelt Baracken hat. Okay, was bauen die? Der eine hat T1, T2 gespielt, und der andere, also baut jetzt auch ein Nachschublager. Und der andere baut gerade T3 fertig. Ich habe noch keine Infanterie-Upgrades gesehen. Also spielen möglicherweise ist extremst fahrzeuglastig. Da würde ich dann schon eine WSC empfehlen. Weil die laufen dann ewig lang mit nicht abgegradeten Rifles rum. Und immerhin bloppt dieser Noob. Ist ja klar, dass er suppressed wird. Warum laufen die zu zweit im Blob rum? Mit 5 Rifle-Squads und Flame Empire? Ja, viel zu sehr im Blob. Ja klar, wirst sofort suppressed. Bullshit, Mann. Einer bleibt in Reserve, einer greift links rum ran und stellt sich bei dem HMG bei der Mauer unterhalb der mittleren Siegmarke in grüne Deckung. Einer greift von vorne an, einer greift von rechts an und der Rest flankiert unterhalb von diesem Wire, unterhalb von dem Flugzeugwrack. Und Reserve wird auch noch gehalten. Nicht einfach mit allem in die Suppression legen. Das sind ja voll Noobs. Und wenn beide auf Fahrzeuge gehen, so wie es hier anscheinend ausschaut, keine Infanterie-Upgrades bringen, dann bringt mir bitte einer im Early WSC. Weil die Einheiten sind unabhängig von Infanterie-Upgrades, auch später noch stark. Seine Rifles verlieren ab Minute, ab Minute 7, 8 gegen die Grants, ohne Bar und ohne Nades, verlieren die einfach zu viel Kampfkraft. Dann ist man mit WSC-Einheiten besser beraten, wenn man von Anfang an nicht vorhat, die abzugraden, und die haben es anscheinend beide nicht. Deshalb ist es hier Bullshit, von beiden Rifles zu gehen. Ich meine, WSC und Baracken ist eh stärker als zweimal Rifles im Early, wenn du mich fragst, was man hier auch sieht, so wie die dauernd suppressed werden, ist sowieso stärker. Aber wenn keiner von beiden Infanterie Upgrades bringt, ist es absolut hirnrissig, zweimal Rifles zu spielen, weil die Einheiten bleiben schwach. Die bleiben schwach gegen HMGs und WSC ist halt unabhängig von den Upgrades stark. Weg mit den Flamer Pine, in der Mitte ist viel zu krass, ja, hopp. Aus T2 bringst du jetzt mir zuerst eine Pack. Ihr hattet eh viel zu lange keinen Sprit und der Gegner hatte viel zu viel. Und du hast auch nur ein einziges Volkssquad, das Faust anwenden könnte. Ja, schön gebaut hier, Deckung und vorgelagert zugewired. Sehr schön so. Genauso will ich sehen.
Aber Pack ist ja absolut fällig. Jetzt ist der Gegner zwischen eure Stellungen reingekommen, wurde wieder suppressed, weil er wieder auf einem Haufen rumläuft. Wenn der mal einen von euch beiden konsequent angreift, hat's ein Riesenproblem. Stell dir vor, der greift die obere Stellung konzentriert an. Dein, also das Haus, wo du das HMG drin hast. Stell dir vor, das greift von oben, von links, von rechts und von unten an. Der kann nur ein Squad, wird suppressed und dann wirst du rausgerüstet, verlierst den Sniper, das zweite HMG und deine Volks. Jetzt hängt der mit allem in der Mitte rum, damit alles auf einmal suppressed wird. Dasselbe mit deinem Mate, ihr müsst zusammenarbeiten. Wenn ich euch richtig erkonnt, dann ist das total krass. Ja, da hat dein Mate out. Ja, beide Outpass auf 10er Sprit gebaut. Total widersinnig irgendwie, was ihr hier macht. Er ist überhaupt nichts um Spritscheiß und jetzt total drauftechen. Jetzt kommt natürlich, egal was du früh bringen willst, ob T3 oder T4, kommt alles nicht mehr early, weil Goliath gebaut, ja. Nett gegen solche Blopper, du hast schon Ahnung, du weißt genau, was du da machen musst. Stell ihn unterhalb von deinem Haus hin. Hier in die grüne Decke, also bei diesem Mauerdurchbruch unterhalb des Hauses, wo du HMG drin hast, da ist der Goliath richtig aufgehoben. Da ist er richtig aufgehoben, schau, wenn der Gegner das nächste Mal abhaut und dann bricht ihn dahin. Mit einem Mann HMG wird geknackt werden gegen den grünen Decken, er ist schon verloren. Jetzt seine Stellung total gefährdet da oben. Gegner hat Pack als erstes gebracht, da muss er nicht, er hatte viel mehr Sprit als ihr. Was bringt dieser Noob Pack? Pack sehe ich nur ein, wenn man, ja, jetzt ist dein Haus zerstört, jetzt ist deine gesamte Stellung eigentlich im Arsch. Mit Goliath bist du jetzt da in die Feindformation reingefahren, der Gegner nie aufgepasst und einiges verloren. Rentiert hat sich trotzdem nicht. Du hättest dafür 250 Manpower ungefähr vernichten müssen und das hast du nicht geschafft, weil California Kill dabei war, glaube ich. Mate hat auch ein HMG verloren. Steht hier viel zu krass auf einem Haufen wieder. Kann ich angreifen gegen das HMG? Ja, der WSZ hat Mörser nachgeschoben. Ich weiß nicht, warum der Pack gebracht hat. Echt keine Ahnung. Ihr hattet ja überhaupt keinen Sprit, da bricht ihr Macht und danach packt, das reicht ja noch locker, wenn einer von euch auf Puma geht. Und jetzt habt ihr so viel Sprit, dass ihr eigentlich sofort instant auf beide auf T4 techen müsst. Ihr sauft dem Sprit mit plus 41. Schau mal dein Spriteinkommen an. War vollkommen hirnrissig auf beiden, beiden plus 16er Upgrades, beide plus 10er Upgrades zu bauen. Wenn jetzt nicht sofort frühe Fahrzeuge kommen von euch und zwar massiv. Und selbst wenn die frühen Fahrzeuge kommen, war das eine komische Spielweise. Weißt du, ihr habt im Early nicht zusammengearbeitet, dadurch weder den einen noch den anderen Sprit schnell gekriegt. Und jetzt haut ihr, klotzt ihr Sprit-Upgrades ohne Ende, baut aber nichts damit, sondern bleibt auf T2. Jetzt brauchst du Mörser. Ja, T4 wäre fällig. Der Mate baut zumindest T3, aber du musst jetzt instant auf T4 gehen, ohne Infanterie-Upgrades. Weil, wenn du Infanterie-Upgrades bringst, macht es keinen Sinn, so krass Fuel abzugraden. Weil, ein Instant-Tech auf Wett 3 ohne vorher massiv Infanterie gepumpt zu haben, kostet dir in der Regel Spiel. Kostet in der Regel Spiel, habe ich auch eins kommentiert, und zwar auf Simoar, da hat auch einer Gegner HMG-Nest gebaut, so ein Noob. Der Dildo. Er hat einen Granatenwerfer gebracht, der Haupt, nur sofort auf T4 techen. Ja, zumindest auf T3. Du hast gar nicht so lange verzögern dürfen. Eine Pack aus T2 und vielleicht einmal Grandstand sofort weiter auf T4 bei diesem massierten Sprit, den du hast. Also das war unschlüssig von euch, die Spielweise im Early, Patan, die Pack, im Early um Sprit überhaupt nichts geschissen, nicht zusammengearbeitet, deshalb keinen Sprit gekriegt. Ihr hättet jetzt gegen den frühen, der Macht, hättet ihr ordentlich aufs Maul fallen können, wenn der ihn denn gebracht hätte, anstatt Pack, was vollkommen hirnrissig war, dass sie den gesamten Sprit hatten. Da müsst ihr im Early zusammenarbeiten, wenn ihr schon spritlastig spielen würdet und frühes T4 oder T3 bringen wollt. Da müsst ihr zusammenarbeiten, zumindest ein 10er Sprit kriegen da Upgrades draufhauen. Der reicht schon. Der reicht locker, um schnell das T3 zu bringen, das eine Upgrade. Der eine Outpost. Aber was ihr hier gemacht habt, nicht zusammengearbeitet, kein 10er Sprit kriegt und jetzt übertreibt ihr massiv mit dem Sprit und du musst instant auf T4 techen und deine Zeit hier nicht mit einem Mörser verkacken. Eine Pack, einmal Grants höchstens, mehr nicht. Und dann techst du mir sofort weiter auf T4. Ja, jetzt machst du es auch. Bei so viel Sprit, eher noch früher, den Mörser musst du dir sparen. Den Mörser sparst du dir. Außerdem kannst du damit eh nicht viel kaputt machen, weil du weißt, beide Gegner haben fast ausschließlich Rifles. Auf was geht denn jetzt der Dildo? Okay, jetzt wäre die Pack nötig, aber nicht da, wo es hingestellt hat, der Dildo. Ja, dein Mate haut mit dem Puma ordentlich die Rifles weg. Ja, die Pack wäre hier nötig oder der M8. M8 ist Puma überlegen. Selbst mit Abgun auf Wett 0 ist der M8 überlegen. Der Puma kann ihn nicht zerstören. Schön, du gibst LMG her. Ja, aber jetzt Wett 1? Was soll das? Du steckst mir die gesamte Manpower und den gesamten Sprit jetzt in die frühen Fahrzeuge. Und du hältst dich nicht mit irgendwas anderem aus. Jetzt haben die Bar, ja, ist klar, dass der T3 Army Bar nachschiebt. Aber kein einziges leichtes Fahrzeug gebraucht, so ein Noob. Obwohl die totale Spritdominanz hat. Da müssen schnelle, leichte Fahrzeuge kommen von ihnen. Dazu gibt es überhaupt keine Alternative.
ist die ein Rifle Squad durch die Lappen gegangen. Schießt Feuer konzentrieren auf das Rifle Squad, das dann HMG flankiert hat. Genau mit dem Perse ablenken. Schön, der Sniper hat den Strafing überlebt. Mehr kann es eh nicht erwarten. Ist überhaupt nichts draufgegangen von dir, oder? Nur ein Mann beim HMG. Sofort rüber zu den Rifles und abfertigen. Sniper feuerfrei. Jetzt hast du noch Welt 1 für die Supporter hergegeben. Ja, bau instant T3. Zieh die beiden Pyros zurück und bau instant T4. T4, Entschuldigung. Instant. Das HMG darf nicht fallen. Feuer auf die Rifles konzentrieren. Feuer auf die Rifles. Ja, wunderbar. Das HMG ist nicht gefallen. Gib ihm Full Unit Kill. Full Unit Kill. Knall den letzten Rifle ab. Full Unit Kill, Mann. Gib Full Unit Kill her. Na, schlecht. Der hätte mit dem Sniper drauf schießen müssen. Aber LMG 42 ist die stärkste Waffe auf Short Range, die ein Mann ohne aufzubauen abfeuern kann. Das ist natürlich ziemlich krass. Ich hätte jetzt überhaupt kein Wettinfanterie und kein Support-Wett gebracht. Jetzt bau endlich T4, Mann. Endlich T4. Viel zu spät. Also eure Spielweise war unschlüssig. Ihr habt überhaupt nichts ums Sprit geschissen, nicht zusammengearbeitet. Und dann auf beiden Seiten durchgebrochen und dieses Outpost jetzt hier, das du nicht anständig ausnutzt, meiner Ansicht nach, für Infanterie-Wett, wo du gerade mal zwei Main-Infanterie-Squads überhaupt auf dem Feld hast, jetzt bringst du noch zwei Techala-Fahrzeuge. Jetzt steht T4 und dann kannst du wahrscheinlich gar nicht anständig bauen wegen diesem blöden W2 für die Infanterie. Du hast gerade mal zwei Man-Infanterie-Squads. Volks profitieren von W2 für die Infanterie nicht anständig. Du hast nur einen Grand Squad. Das ist total unschlüssig, hier Wett zu bringen. Du hast defensiv genommen, ja, schon früher. Ist genau richtig. Du hättest bei dem Kampf hier hättest du For the Fatherland anwenden können. Den Volks muss keine MP40 geben. Ich würde mir immer einen Volks-Squad in der Hinterhand halten, das Beutewaffen aufnimmt, und Beutewaffen werden gegen Amis anfallen, werden Mörser nicht am Rand einsetzen, sondern Mörser setzt du mir hinter dem zerstörten Haus ein. Das ist ein ausgezeichneter Kugelschutz, also da kann man ja nicht durchschießen durch zerstörte Häuser. Da setzt du mir den Mörser hin, da steht er nämlich nicht am Rand, so dass die Hälfte des Feuerfeldes ungenutzt bleibt, sondern stellst ihm hinter dieses Haus oder hinter diesen Fliegerwrack da, stellst es hin, den Mörser. W2 zu bringen war vollkommener Schwachsinn. Jetzt ist, wieso hast du einen Pyro vom Bauen von T4 abgezogen? Wo ist denn der? Achso, da hast du endlich den 5er Sprit eingegeben. Ja, es ist früher fällig. Am Anfang muss deine Cap Order durchgehen. Okay, dein Mate hat Geschützwagen gebaut. Ja, sehr starke Taktik. So ein T2, T4 mit frühen Panzern und ein T1, T3 mit frühen Puma ist eine verdammt starke Taktik. Bloß du musst schauen, dass du im frühen Midgame nicht gnadenlos drauf gehst, weil du hast kein. Weil du hast keine Wettinfanterie. Du hast keine Wettinfanterie und du hast überhaupt zu wenig Infanterie. Deshalb ist die frühe Midgame die Schwäche dieser. Nicht mit dem Sniper allein nach vorne, Mann! Hör auf, Mann! Sofort zurück! Sofort zurück, Mann! Du hast Spitz gegen Dual Baracken Army, da ist Cheap sehr gut möglich. Und hier ist eine absolute Durchlaufroute für Rifles, die dich angreifen wollen. Niemals mit dem Sniper allein nach vorne scouten. Nicht, wenn dein Mate Blitz spielt und Storms hat, die ein ungleich besserer Scouter sind. Dein Sniper geht nur drauf. Lasst es! Niemals mit Sniper alleine scouten. Wenn zwei für die Infanterie war Schwachsinn. Jetzt baust du ein Panzer 4, aber der hätte schon früher kommen müssen. Du hättest die 4 schon früher technisch und früher bauen müssen. Eure Spielweise mit den zwei Outposts unschlüssig nach dem Early, in dem ihr nicht zusammengearbeitet habt. Aber der Geschützwagen ist enorm stark. Jetzt muss mal der Jeep da weg. Sagt der Mate, er soll den Jeep schrotten. Aber er soll auf seinen Puma aufpassen, verdammt, das Pack. Oder er soll zumindest in Bewegung bleiben, damit die plus 15%igen Received Accuracy Bonus von Wett 3 greift. So wird er nur über den Haufen geballert mit seinem Puma. Okay, das war Artillerie. Off-Map anscheinend, eine ist Infanteriekompanie gegangen. Ja, katastrophal von Dildo, dass der kein frühes Fahrzeug gebracht hat. Ja, greif an, hopp rüber, helf deinem Mate. Was soll die Warterei hier? Zahm gehen, jetzt kannst du mit Flamer viel schneller knacken als mit dem blöden Mörser. Jetzt sind die Panzer da. Noch mehr Panzer bauen. Hätte alles früher kommen müssen, wird eins für die Panzer genau richtig. Wo setzt du die Death Rocket Array drauf? Dein schönes Ziel. Gegner hat natürlich nicht aufgepasst, aber trotzdem sehr schön von dir. Hat einiges weggemetzelt. Wunderbar so. Jetzt muss wieder ein Angriff kommen von euch. Helfer, endlich dein Mate und greift drüben an. Also ich hätte mir das ganze Wett gespart. T4 früher gebracht und dadurch die Fahrzeuge früher gebracht. Wenn ihr so eine komische Taktik spielt, mit den zwei Outposts, da muss T4 dermaßen schnell kommen, damit es noch richtig stark ist. Weil du hast ja vorher auch nicht anständige Einheiten. Du schöpfst ja T2 auch nicht anständig aus. Und deshalb würde ich mir einen Outpost sparen. Du spielst ein bisschen länger mit T2, kannst ja deinen Mörser holen, kannst dir mehrere Grands holen. Und dann erst auf T4 techen. Weißt du, jetzt hast du T2 kaum genutzt. Natürlich die Manpower für den Outpost gezahlt und T4 kam trotzdem zu spät. Ein Outpost muss reichen. Panzer nicht in der Mitte, nicht allein einsetzen, Sniper dazu, HMG nachziehen, mach den Wire weg,
Mach den Weiher weg, der behindert dich jetzt nur, leg stattdessen Minen. Nächsten Panzer, Panzer 4, Ostwind, beides möglich. Schließlich gehen jetzt zu Columbia, damit deine Leute nicht gepinnt werden. Wunderbar, passt so. Ja, ihr kommt schon klar, die sind wesentlich schlechter als ihr. Der eine spielt frühes T3 ohne ein Fahrzeug, der ist echt der letzte Idiot, mit Verlaub. Wer macht denn sowas? Jetzt hat er einen Puma geknackt. Bei Minute 20, verdammte Scheiße. Und jetzt fällt seine Pack. Frühes Fahrzeug hätte viel mehr Schaden machen können. Los, ab Unterstützung nach vorne für den Panzer 4. Begreift mich nicht mehr Panzern allein an. LMG Grants nach vorne. Mörser nachlegen. Flamer Pios nach. Pack nach. Der Gegner kann jetzt genug Sprit für einen Sherman haben. Dein Panzer 4 oder M10. Und da hat dein Panzer 4 Probleme. Fahr den Panzer 4 sofort zurück und decke ihn. Hopp, Truppen nachziehen. Truppen nachziehen. Alles verminen. Bunker bauen. Du bist Deathdog, du musst es machen. HMG aufbauen. Nicht so nah hier auf einem Haufen rumhängen. Dann kann oft mehr runter gehen, dann verlierst du wieder alles auf einmal, sogar einen Sniper, lasst es. Der Mate wird wieder zurückgeschlagen, ihr müsst viel mehr mit deinem Mate zusammenarbeiten. Schön, der Geschützwagen pinnt die Flampires. Ja, der Mate kommt schon irgendwie klar, aber sein Sniper verliert jetzt wahrscheinlich. Ja, Sniper hat er verloren. Ja, scheiße, Mann, ihr müsst zusammenarbeiten. Ja, Panzer 4 kann jetzt ja problemlos Sticky kriegen, aber Gegner läuft lieber seine Rifles tot. Totaler Schwachsinn, was der hier treibt. Ja, hättest du HMG nachgezogen, würden die hier gepinnt werden? Ja, wären sie jetzt auch gut. Du hast einen HMG nachgezogen, habe ich scheiße gelabert. Du setzt deinen Sniper nie wieder als Scout allein vorne ein. Aber ansonsten passt dein Sniper-Einsatz schon. Ja, die Stellung von deinem Mate wurde überrannt, man helf ihm mal endlich. Anstatt hier zwei Rifles kurz abzuknallen. Während der Mate rechts echt Probleme hat, HMG Sniper verliert. Das muss echt nicht sein. Okay, nochmal Panzer 4 gebracht. W2 für die Panzer. Ja, wozu denn W2 für die Infanterie? Du hast ja kaum eingesetzt. Ein Grand Squad. Und dafür schmeißt du... Ja, dein Sniper allein vorne, Mann. Der muss immer von HMG gedeckt werden. Auch wenn Panzer dabei ist. Wo ist dein HMG hin? Retreat. Dann muss der Sniper jetzt auch ein bisschen weichen. Die Sanis decken ihn auf. Schießt die Sanis ab. Sniper knallt jetzt mir die beiden Sanis ab. W2 für die Infanterie war Schwachsinn, dafür den Panzer 4 verzögert. Oder den Ostwind oder was du hättest bringen müssen. Sniper kümmert sich um die Pack. Die Infanterie schießt die feindliche Infanterie zu Klump. Vorsicht, nicht so weit nach vorne mit dem Sniper. Kannst auch ein bisschen zurückweichen, dann kannst du bei deiner Infanterie for the Fatherland anwenden. Weißt du, dann halt deine Infanterie viel mehr aus. Ja, endlich kommen die MP40 Volks. Wo bleiben die Flamer Pios? Mann, knall mit dem Sniper sofort die Besatzung weg. Sofort die Besatzung von der Pack wegballern. Ja, hopp, mach, bevor dein... Ja, genau, wunderbar so. Und jetzt holst du dir die Pack. Einer ist ausgestiegen. Ja, die haben total verbockt, diese Trottel. Kein frühes Fahrzeug gebracht, obwohl sie so viel Sprit hatten. Stattdessen Pack, totaler Schwachsinn. Und dann techen beide auf T3. Was soll denn das? Kriegen überhaupt keine schweren Fahrzeuge. Die flatten doch sicher Sprit, oder? Also der eine flattet keinen Sprit. Moment, was hat der andere gemacht? Rubber Hard On. Ne, trotzdem hätte einer auf T4 gehen müssen. Geht gar nicht anders. Du bist ja Low Bob, okay. Ne, also ich fange mit der Zusammenfassung an. Das Spiel ist jeden Moment vorbei. Im Early total unschlüssig. Ihr habt weder links noch rechts gekriegt. Wenn der Gegner das konsequent ausnutzt, frühes Fahrzeug bringt, dann tritt er dir dermaßen in den Arsch. Dann kannst du voll vergessen. Vor allem, da du nicht mit deinem Mate zusammengearbeitet hast. Frühes Fahrzeug auch und euch weg und ihr seid, war der vorhin schon fast im Arsch. Also das geht nicht, du musst mit deinem Mate zusammenarbeiten. Kannst du am Anfang versuchen, deine Seite allein zu sichern. Wenn das nicht instant klappt, was ja nicht der Fall war, dann hilfst du bitte deinem Mate und sichert euch zumindest eine Seite, bevor euch der Gegner mit frühem Sherman oder frühem Macht total zum Teufel jagt. War nicht an Pios hergeben, die haben zu wenig HP, um lange im Gefecht zu bleiben. So ist die Wirkungsdauer der Bars ja kurz. Dann kämpfst du mit deinem Mate zusammen, nicht allein. Ist viel zu gewagt. Der Doppelbaracken vom Gegner war natürlich eine Katastrophe, weil er gegen jedes HMG andauernd gepinnt worden, konnte keinen Mörser gegen Bunker machen, konnte überhaupt nicht helfen gegen HMGs. Jetzt auch ausgestiegen, Wiederholung ist beendet. Und dann hattet ihr beide durch besseres Spiel eure Seite jeweils zurückerobert und dann Outpost auf Doppelsprit, dann bringst du mir Wett für die Infanterie. Totaler Unsinn, Wett für die Supporter. Jetzt hast du Spritdominanz, es müssten deine Fahrzeuge flux kommen, vor allem weil du einen Spriteinkommen von plus 43 oder was hattest in der Minute. Sofort Fahrzeuge raus, wenn ihr schon zweimal Outpost wart, dafür so viel Manpower auswerft. Wett 3 für die Panzer jetzt war richtig, aber du musst viel mehr Panzer bringen, spar dir diesen Mörser. Der Mörser hat überhaupt niemanden umgebracht. Das war vollkommen klar. Wenn du auf frühe Panzer gehst, hast du kein Mikro für den Mörser übrig. Außerdem fehlt dir auch dann die Infanterie, um das Ding zu beschützen. Den Mörser hättest du dir sparen müssen. Pack raus, vielleicht nochmal Grants. Aber bei zweimal Outpost techst du mir am besten sofort auf die 4 durch. Und lässt deine Mate die Arbeit machen, ja? Weil da hast du natürlich logischerweise dann weniger Einheiten auf dem Feld, weil alles fürs Techen drauf geht und fürs Bauen von T4. Dann kämpfst du mit deinem Mate zusammen.
Viele AMGs, Geschützwagen und T3 Pumas halten das dann schon auf, bis deine ganz frühen T4 Fahrzeuge kommen. Kein Wett für die Infanterie, wenn du nur einen Grand Squad auf dem Feld hast. Niemals. Mit 1 für die Supporter fand ich auch falsch. Wenn du so eine T4 Taktik spielst, dann muss alles ganz früh kommen. Ganz früh. Das steht und fällt damit, dass alles früh kommt. Weißt, wenn mehr als zwei Packs auf dem Feld sind, ist T4 auch nicht mehr so stark. Und ein Sniper-Einsatz war viel zu offensiv das ganze Spiel über. Der lief jetzt in der Sekunde des Sieges hier, wäre da wahrscheinlich wieder draufgegangen gegen diese Bar-Rifles. Niemals mit dem allein scouten. Wenn du einen T3-Spieler mit Blitz dabei hast, dann scouten den seine Storms. Den seine Storms mit STG, weil wenn die aufgedeckt werden, massakrieren sie den Feind immer noch. Oder die schmeißen Bundle aus dem Hinterhalt. Niemals mit Sniper. Viel zu teuer und viel zu schwach, wenn er mal aufgedeckt wird. Deine Stellung am Anfang war natürlich anfällig. Ihr hattet in der Mitte, ihr hattet überhaupt keine Zentralfront. Ihr wart links und rechts. Wenn der Gegner sich auf einen von euch stürzt, dann geht der drauf. Und dann greift der Gegner den anderen an, dann geht er auch drauf. Ihr arbeitet zusammen. Ich meine, es ist ja in Ordnung, wenn ihr am Anfang versucht, eure Seite zu sichern und mal ein bisschen die Gegner beschnuppern, aber wenn dann klar ist, ihr schafft's, keiner von euch schafft's allein, dann müsst ihr zusammenarbeiten. Dann nicht zögern und warten, bis der Gegner irgendwann so stark ist, dass er euch mit frühen Fahrzeugen in den Arsch tritt, sondern sofort Taktik umstellen und zusammenarbeiten. Sofort. Das fand ich echt ein Fehler. Und dann dein inkonsequentes Teching, nachdem du den Outpost gebracht hast und dein Mate auch. Zwei Outposts braucht sowieso nicht. Da fehlt euch dann zu viel Kampfkraft auf dem Feld. Und so einen schnellen T4-Tech, wie man ihn mit zwei Outposts führen müsste, würde ich sowieso nicht empfehlen, weil euch dann einfach, dann fehlt dir die Kampfkraft. Dann kannst du ja T2, kannst eine oder zwei Einheiten bauen. Das hättest du hier auch konsequent machen müssen, nachdem du den Outpost gebaut hättest. Was ich natürlich nicht empfohlen hätte, zwei Outposts zu bauen. Aber wenn du es machst, wenn du zwei Outposts baust, dann musst du aus T2 höchstens zwei Einheiten bringen, sofort auf T4 durch, instant den Panzer raus. Weil sonst macht es keinen Sinn, zwei Outposts zu bauen. Ich würde euch einfach einen Outpost empfehlen, dann spielst du auch T1, T2, T4. Allerdings mit drei oder vier Einheiten aus T2, währenddessen du gemütlich weitertext auf T4. Das geht auch dann problemlos vom Sprit, weil du kein Sprit-Flooding hast. So viel Sprit kriegst du nämlich da nicht. So viel Sprit kriegst du da nicht, dass du sofort auf T4 durchtechen müsstest, um den Sprit zu nutzen. Weil du gehst natürlich das Risiko ein. Bringst du zweimal Outpost, hast du weniger Kampfkraft auf dem Feld, wirst du leichter zurückgeschlagen. Deshalb muss T4 dann ganz flugs kommen, um dieses Risiko zeitlich einzuengen. Wenn du nur einen Outpost bringst, ist es eine solidere Spielweise, ohne großes Risiko, natürlich mit späteren Fahrzeugen, aber ist einfach solider gespielt, meiner Ansicht nach. Du kannst auch die risikoreiche Variante nehmen, aber dann texten wir bitte ohne dieses bescheuerte Inf-Wett und Supporter-Wett sofort auf T4. Bei Inf- und Supporter-Wett steigert bei so wenig Infanterie, steigert es die Kampfkraft nicht. Dann steigert es die Kampfkraft nicht, dann verzögerst du T4 ohne dieses Risiko des Überranntwerdens im Midgame überhaupt irgendwie auszugleichen. Dann verzögerst du T4 und kriegst nichts dafür, weil du eben so wenig Infanterie hast, die davon profitiert, ist Unsinn. Ist klar, ich würde nur einen Outpost empfehlen. Das ist eine viel angenehmere Variante zu spielen als dieses total risikoreiche Instant-Taking auf T4 mit einer oder zwei Einheiten aus T2. Ein Outpost. Und arbeitet im Early zusammen, wenn ihr auf einer, wenn ihr merkt, ihr kriegt nicht beide Seiten. Also, wenn ihr merkt, keiner von euch beiden kriegt seinen 10er Sprit. Da arbeitet ihr zusammen. Die Mörser hättet ihr sparen können, das war klar, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt. For the Fatherland nutzen. Bei Kämpfen, die hier so an der Grenze zum Feindterritorium sind, da zieh dich halt ein bisschen zurück. Vielleicht läuft der Gegner her, aus For the Fatherland rein, dann massakrierst du ihn. Außerdem im Sniper viel defensiver umgehen, die ganze Zeit. Schön war, dass du ihn mit Panzer 4 zusammen eingesetzt hast, um Pack leer zu räumen. Ist genau richtig. Ist genau richtig. Was noch? Ja, es ist ein bisschen komisch, Defensivdoktrin zu nehmen, so viele Support-Einheiten zu bauen, das ist, finde ich, ein bisschen unschlüssig, weil die Supporter mit Wett sehr viel stärker wären, aber mit deiner Spielweise gehst du nicht auf Support-Wett, sondern auf frühe Fahrzeuge. Da kannst du auch, passt auch nicht richtig zur Doktrin, weil For the Fatherland hilft dir bei den Supportern nicht so. Wozu For the Fatherland für einen Mörser? Der muss kein direktes Feuer einstecken. Wozu For the Fatherland für ein HMG, wenn das umgangen ist, dann fällt es auch mit For the Fatherland, das reißt da auch nicht mehr raus. Und für Sniper ist For the Fatherland auch für ein Arsch, weil wenn der im Nahkampf liegt, dann fällt er auch mit For the Fatherland. Deshalb nutzt es nicht aus. Defensivdoktrin spielt man eigentlich mit viel Main-Infanterie. Mit viel Main-Infanterie und mit ordentlich Bunkern. Du hast nur einen Bunker gebaut, da will ich mehr sehen als Defensivdoktrin. Und mehr Main-Infanterie, weil nur die profitiert von For the Fatherland anständig. Ich habe dir gerade erläutert, warum dieser Porter, okay, bis auf Pius, fast gar nicht von For the Fatherland profitieren. Und du hast es eh nicht eingesetzt. Schöne registrierte Artillerie, schöner Einsatz davon. Mehr Minen legen, du schwammst jetzt in Munition, du legst mehr an diesen ganzen Mauerdurchbrüchen und vor allem um die Mitte rum, an diesen ganzen Ecken von diesem Plateau und bei dem 10er Sprit, hier legst du mir, bei der 10er Munition, hier legst du mir überall Minen, bitte, überall Minen. Und auch links noch mehr Minen.
Auch bei dem oberen Kontrollpunkt rechts von dem Zehner, von dem outgeposteten oberen Zehnersprit, da legst du mir auch Minen hier rein. Schöne Idee mit dem Goliath. Allerdings, ich glaube, du hast ihn offensiv eingesetzt und hinfahren lassen. Normalerweise fällt der Gegner nicht drauf rein und retreatet sofort. Du kriegst bloß einen Motorschaden bei deinem Goliath und kannst ihn nicht mehr anständig einsetzen. Das ist Unsinn. Du hättest ihn hinstellen müssen südlich von dem Haus, wo du das HMG drin hattest. Da in grüne Deckung. Wenn der Gegner da mal mit seinem Blob durchläuft, schlagartig drei Full-Unit-Kills, Spiel verloren. Aber nette Idee mit Goliath, setzen mir viel zu wenig Spieler ein. Dann legen sie lieber noch mehr Minen, aber mit Goliath hast du ein höheres Schadenspotenzial, wenn du den richtig. Aber da er nicht aufgedeckt werden kann, ist das auch optimal. Gegen solche Blopper. Natürlich für den Gegner Doppelbaracken totaler Bullshit. Dann beide auf die 3 getickt, totaler Schwachsinn, frühes Fahrzeug nicht zu bringen, war total behindert mit Verlaub. Immer im Blob rumgelaufen, immer frontal in die HMGs rein. Unsinn. Kompletter Bullshit, was der Gegner abgezogen hat. Pack als erst zu bringen, auch Wahnsinn. Wenn man lange Zeit den ganzen Sprit hatte. Okay, Spielweise von der Mate, ja, ganz angenehm. T1, T3 Blitz, T1, T3 Blitz mit Geschützwagen und Puma ist eine 1A-Taktik. Bloß ich würde nicht so viel Fahrzeugwert hergeben für die Puma, sondern stattdessen zwei Geschützwagen bringen und lieber Panzerwert hergeben. Und Infanteriewert für die Storms, weil klar ist, wenn man Blitzkriegdoktrin nimmt, muss man die Blitzkriegdoktrin nutzen. Das heißt, man spielt mit der stärksten Einheit aus diesem Baum und das sind einfach nur mal die Storms. Sind die beste Einheit, sind überhaupt die beste Infanterie im gesamten Spiel. Würde ich mal sagen, auf W3 kann nichts mehr dagegen mithalten. Das heißt, man spielt infanterielastig, das heißt, man bringt Wett für die Infanterie und man spielt mit vielen Storms. Und er hat jetzt hier kein Wett für die Infanterie gebracht, was ich jetzt eigentlich falsch fand. Der muss Wett für die Infanterie hergeben, damit seine Storms auch ordentlich was aushalten, damit sie sich als offensives Scout ereignen. Und ich würde dann halt auch noch Wett für die Geschützwagen hergeben. Wett für die Geschützwagen hergeben, weil man später eben doktringebunden Tiger kriegt und Tiger hat ja dasselbe Wett wie der Geschützwagen und Geschützwagen hat sehr starkes Wett. Wett 1 und Wett 2 bringt 30% mehr AP und Wett 3 ist der absolute Burner, halbiert die Nachladezeit. Damit ist das Ding so ein krasses AD, das ballert alles zum Teufel. Also, auch nicht ganz schlüssig von deinem Mate, aber er hat ganz gut gespielt, Nebelwerfer dazu gebracht, das ist richtig, bloß steht mir der zu weit nördlich. Bei euch war die ganze Zeit, die Mitte war immer offen. Da hat nichts in der Mitte aufgepasst. Bis auf dieses blöde eine HMG hier in seinem Haus. Wenn der Gegner hier durchkommt, holt er sich den Nebelwerfer und greift der Mate von hinten an. Deshalb spielt rechts- oder linkslastig, meiner Ansicht nach. Nicht so zertrennt. Könnt ihr viele Synergieeffekte nicht nutzen, die euch mit dieser Kombination T1, T3 und T2, T4 bieten. Ich meine, du hast ja Problem mit AT. Wenn du so schnell auf die 4 tickst, hast du nur eine Pack. Wenn der Gegner konsequent leichtes Fahrzeug ausspielt, ist es schwer für dich zu kontern. Wenn du allerdings noch im Feuerkreis des Geschützwagens deines Mates, der macht einen Two-Hit mit dem M8, dann ist Feierabend mit den leichten Fahrzeugen. Arbeitet zusammen. Ihr hast viel Potenzial ungeschöpft, ungenutzt. Du hast deine Doktrin nicht ganz richtig gespielt. Und das doppelte Outpost hätte ich nicht empfohlen. Da musst du schnell auf die 4 techen, dass du ein riesen Risiko im Midgame hast. Vor allem, da du nicht mit deinem Mate zusammenarbeitest, kannst du dieses Risiko auch nicht minimieren, dann Wett für die Infanterie herzugeben. Finde ich falsch, wenn du so auf so frühes T4 gehen willst mit dem Doppel-Outpost, im Machbar allein Outpost. Viel angenehmer zu spielen, du nutzt For the Fatherland besser, wenn du mehr Grants aus T2 pumpst, bist im Midgame nicht so scheiß anfällig gegen einen kombinierten Angriff, zumal ihr ja nicht zusammengearbeitet habt. Ein Outpost muss reichen und dann arbeitet auch im Early zusammen, damit ihr zumindest einen Zehner Sprit kriegt. Und arbeitet überhaupt generell mehr zusammen, spielt seitenlastig. Arbeitet zusammen. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Lehre, die ihr aus diesem Match ziehen solltet. Gegner hat verloren, weil er einfach schlechter war und total mieses Makro, überhaupt keine Koordination hatte, nur im Blob immer in HMGs reingelaufen. Totaler Schwachsinn. Sniper-Mikro, musst du. Nee, hör auf zu scouten, Mann. Vor allem, wenn dein Mate Blitzer ist und Storms hat, die viel bessere Scouter sind. Die Rifles auch noch abfertigen, wenn sie enttarnt wurden. Gut. Das war's so im Wesentlichen. Ich hoffe, ich kann dir ein bisschen was lernen. Aber du spielst schon ganz gut. Das war solide runtergespielt. Bloß, zu der Doktrin und zu T2 passt dann eigentlich jetzt hier nicht. Und zu den wenigen Männern von dir Einsatz hat direkt auf die 4 Decks. Schöne Minen, schönes Wire, schönes Sunset, hat mir gut gefallen. Sniper-Einsatz, als du ihn da mit P4 eingesetzt hast, war ganz gut. HMG im Early hat einigermaßen gepasst, bisschen zu offensiv für meinen Geschmack. Du hattest hier echt links ziemliche Probleme, als die Rifles im Early ankamen.
Du hattest es natürlich gut, weil der Idiot auf T3 Tech Pack raushaut, obwohl von euch keine Fahrzeuge kommen können, dafür seine Bar verzögert, mit der er dich ordentlich kastrieren hätte können mit dieser Bar, ja. Wenn du For the Fatherland nicht ausgiebig nutzt, weil du zu wenig Main-Infanterie bauen kannst, dann bist du gegen Bar so im Arsch, wenn du so einen ganz schnellen Tech auf T4 spielst und der Gegner bringt statt diesem überflüssigen T3 mit Pack, bringt er stattdessen Bar und Nades, dann hast du echt ein fettes Problem. Sei froh, dass der Gegner es nicht gemacht hat. Gut. Ja, also jetzt weiß ich nichts mehr, was ich noch erzählen sollte. Wir sehen uns auf COHQ. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Game.